Ja, Oliver, Mensch, schön, dass du Zeit gefunden hast. Das ist ja generell so, dass ich einen ziemlich schlechten Orientierungssinn habe. Das muss ich jetzt mal ganz einem vorweggeben. Ich weiß, ich bin in Berlin. Ja. Das ist schon mal gut. Ja. Aber wo bin ich jetzt gerade aktuell? In Friedrichshain. Genau, der Bezirk hier, der Kiez, wie man in Berlin sagt, heißt Friedrichshain. Ist ein Viertel, wo viele junge Leute sind. Viele Studenten, viele Künstler, auch viele DJs. Gleich hier vorne ist das Watergate, nur 500 Meter entfernt. Das Panorama war Berghaine, es sind nur 400 Meter. Und hinter uns ist der Boxy. Und ja, hier ist mal viel los, hier ist auch nachts viel los. Gerade hier die Simon-Dach-Straße ist sehr belebt. Hast du wahrscheinlich schon gesehen, die ganzen Bars und Cafés, die hier sind. Ja, ist ja ein kleiner Partybezirk. Ja, schön. Da hast du dich auch ein bisschen niedergelassen. Hier in der Nähe wohne ich auch, genau. Ja, doch, hier gefällt es mir gut. Hier bin ich vor 10 Jahren, als ich nach Berlin gezogen bin, hatte ich hier meine erste Mietswohnung. Und das war Love on First Sight. Hat es mich gleich gepackt. Und zwischendurch bin ich noch mal einmal nach Kreuzberg gezogen rüber, in den westlichen Teil der Stadt. Und habe es mir mal da angeguckt, 2 Jahre. Aber jetzt bin ich wieder hier. Und ja, hier schlägt mein Herz, das will ich sein. Und generell dieses Café, was du jetzt hier ausgepickt hast, besitzt du hier ganz gerne zum Chillen oder auch für Interviews, so wie wir es heute jetzt. Genau. Hier, bevor ich ins Studio morgens fahre oder ins TV-Talentbüro gehe, komme ich hier oft rein, hole mir hier meinen Kaffee auf die Faust. Ansonsten frühstücke ich auch mit Fran hier ganz gerne, ja. Doch, hier sind wir öfter. Schön. Generell bist du ja ein ziemlich vielbeschäftigter Mann. Das ist jetzt ein recht hartes Tour- und Clubprogramm hinter dir und steht auch noch bevor. Aber mich interessiert jetzt mal der Alltags-Kolecki. Wir haben heute Dienstag, es ist ein verregneter September. Wo haben wir dich denn aktuell weggezerrt? Genau, ein Dienstag ist so ein ganz normaler Office-Musiktag. Meistens ist es so, dass ich morgens erstmal in unser Büro gucke. Wir haben ja bei Stil for Talent inzwischen 3 Festangestellte in unserem kleinen Büro. Und da gucke ich meistens morgens rein und spreche mit meinen Boys und Girls kurz ab, was heute so zu tun ist und was über Nacht für Mails reinkamen. Und dann bleibe ich da eine Stunde, wir besprechen alles und dann fahre ich meistens rüber nach Kreuzberg, da habe ich mein Tonstudio. Gerade jetzt in der Zeit, wo ich ein neues Album schreibe, bin ich halt viel im Studio und produziere da Musik bis abends. Und dann geht es wieder zurück nach Friedrichshain. Die Fran, die gerne kocht, hat dann abends des Öfteren was Leckeres zu essen gekocht. Das ist ja auch praktisch. Und ja, und dann versuche ich auch wirklich alles auszumachen, iPhone auszumachen und Laptop zu, damit ich dann noch ein paar Stunden bei der wenigen Freizeit, die wir haben, mit Frau und Hund verbringen kann. Du bringst es gerade selber an, dein neues Album. Da sieht man, kann man im Internet ja schon einiges lesen, aber leider nicht hören. Da beschreibst du, dass du das neue Album am Skizzieren bist. Ja. Wie kann man sich in der elektronischen Musik denn eine Track-Skizze vorstellen? Wie machst du das? Auch ich als Musiker, ne, ich habe ja eine Klavierausbildung und habe auch viel in Bands gespielt. Das heißt, ich setze mich schon noch immer ans Klavier und ans E-Piano. Ich habe hier zu Hause ein Klavier und im Studio habe ich mehrere E-Pianos. Und auch wenn ich jetzt House- und Techno-Produzent bin, mache ich ja doch eher melodische Musik. Ja. Das heißt, ich fange schon an, mich ans E-Piano einfach zu setzen, ein bisschen rumzuspielen, ein bisschen auszuprobieren. Und wenn ich da ein paar schöne Harmoniewechsel oder eine Melodie habe, erst dann gehe ich rüber am Computer und fange an, dann ein Beat zu bauen mit Bass, Drum, Snare und Hi-Hat. Ja, auch weiß ich auch nicht. Ich gehe einfach ins Studio und lass es so auf mich einprasseln und gucke einfach, was passiert. Manchmal passiert was und am gleichen Tag entsteht noch ein toller Song. Und manchmal sitze ich da 4-5 Stunden und denke, ach scheiße, Mann, da ist mal wieder schön Zeit verschwendet. Ne? Manchmal klappt es, manchmal nicht. Eben, ja. Wenn man jetzt so ein bisschen deine letzten Alben Revue passieren lässt, um so vielleicht so eine Richtung zu erahnen, da fällt mir jetzt als erstes Großstadtmädchen 1 ein. Das habe ich bei seinem Erscheinen damals als so eine Art unerwartete Pop-Explosion mitbekommen. Weil zu dem Zeitpunkt ging es ja wesentlich rauer, härter, minimaler in der Clubszene zu. Und da war es eine erfrischende Organik, die du da mal an den Tag gelegt hast. Letztlich, wenn du das so ein bisschen jetzt Revue passieren lässt, was sich in der Zeit von Clubsound getan hat, ist mittlerweile ja
ich will sagen Standards, aber die Organik hat schon Einzug in den Club gehalten. Würdest du dich jetzt auch als einen der Vorreiter für organische Deep House bezeichnen? Das würde ich mir nicht rausnehmen. Nee. Also, das ist natürlich schon so, wie du sagst, zu der Zeit, als es einmal entstanden ist, war noch sehr minimale und eher monotone Musik angesagt. Aber genau deswegen hatte ich auch dieses Album geschrieben, weil das ging schon 3-4 Jahre so. Und das ging mir, ehrlich gesagt, ein bisschen auf die Nerven. Weil es kam wenig Neues, es war immer minimal, es war immer relativ monoton. Und zu dem Zeitpunkt habe ich mir schon gedacht, ey, mein Olli, eigentlich kommst du aus dem Band-Hintergrund, hast immer in Bands gespielt und kannst Klavier spielen. Und deswegen... Ja, ja, immer her damit. Danke. Oh, lecker, lecker. Und deswegen habe ich mich daran erinnert und hatte einfach wieder Bock, ja, mehr Melodien zu machen, wieder echte Instrumente einzusetzen, wie ein Fender Rhodes oder ein Kontrabass oder eine Akustikgitarre. Ja. Das war der OSAF. So viel dazu. Und das habe ich dann einfach gemacht. Und ja, und irgendwie kam es dann auch ganz gut an. Also das hat dann schon noch so ein bisschen gedauert, bis so diese andere Musiker das auch gemacht haben. Irgendwie mein Album war schon so eine Art Vorreiter zu dem Zeitpunkt. Ja, aber irgendwie fanden das anscheinend dann mehrere gut, weil dann kamen immer mehr Produzenten, die das so auch so in die Richtung gemacht haben. Und die Leute sind auch drauf abgefahren. Ja, und jetzt waren die letzten zwei, drei Jahre, hat man, wie du sagst, in Clubs war eher diepe Musik und viele Vocals und viele Melodien, ja, finde ich gut, ne? War ja genau das, wo ich auch drauf hingearbeitet habe. Ja, jetzt würde ja, wenn man sich so ein bisschen waghalsig aus dem Fenster lehnen würde, die Vermutung naheliegen, dass du nach diesem organischen Ausflug es vielleicht jetzt doch wieder ein bisschen mehr dance-orientierter angehen wirst. Hast du schon genug Skizzen beisammen? Also dance-orientierter, ja. Ich dachte, das jetzt auch wieder minimal und machen, nee, das nicht. Genau. Das waren jetzt sogar 3 Alben, die relativ poppig waren. Das war Großstadtmärchen 1, dann war das Love Stoned mit meiner Frau, was sehr, sehr poppig war. Und Großstadtmärchen 2 auch noch. Genau, es wird wieder danziger. Es wird wieder ein bisschen danziger. Ich habe jetzt wieder auch Bock, einfach meine eigenen Lieder auch wieder im Club aufzulegen. Weil das war natürlich unglaublich schwer. Richtig, ja. Ja, weil die habe ich ja damals auch geschrieben, damit man die zu Hause hört oder im Auto auf dem Weg zur Arbeit, aber auf jeden Fall nicht eher nicht im Club. Also Hypnotize oder so, das kann man schon im Club spielen, aber viele Lieder sind einfach zu soft für den Dancefloor. Und gerade deswegen habe ich da Bock drauf, da habe ich jetzt auch die letzten Monate darauf hingearbeitet. Da gibt es mehrere Stücke, die auch schon fast fertig sind, die sehr tanzbarer sind. Es wird natürlich auch wieder... 1-2 poppige Stücke geben und es wird natürlich wieder viel Gesang geben. Ohne Gesang kann ich einfach nicht. Das macht mir echt am meisten Spaß, mit Gesang zu arbeiten. Aber so alles über den Daumen wird es auf jeden Fall eher ein Dance-Ziel sein. Okay, können wir gespannt sein. Und zweifelsohne, was in deiner Produktion neben den Vocals sich auch mehr wiederfindet, das hast du selber auch gesagt, das hört man auch gut raus, das ist der Funk. Also du hast so ein bisschen auch den Funk im Blut, sage ich mal. Und ich will mich jetzt mal deine aktuelle Meinung zu dem letzten Daft Punk-Album interessieren, Random Access Memories. Get Lucky war ja im Sommer schon so ein Dosenöffner, würde ich nicht sagen, aber ein Dosenöffner auf dem Dancefloor, wenn du so willst. Also definitiv, gar nichts gegen, mal rein. Auf jeden Fall. Ich habe es auch gespielt, also den ersten Monat. Dann haben so viele Leute gespielt, dass man es leider nicht mehr spielen konnte, weil es jeder gespielt hat. Aber Get Lucky ist meiner Meinung nach schon ein großer Hit. Das scheint sich so ein bisschen Geister. Viele Leute verstehen den Song auch gar nicht. Ja. Aber gerade wie du sagst, dadurch, dass ich auf funkige Sachen stehe, mit, genau, mit Slap Bass und mit Funk-Gitarren, gefällt mir das total gut. Und gut, ich bin Daft Punk-Fan der ersten Stunde. Homework, das Homework-Album hat mich, meine ganze Musikkarriere nachhaltig beeinflusst. Und ich finde das ganze Album gut. Das ist natürlich jetzt kein Homework und die Armen tun mir auch total leid, weil die sind ja unter einem Riesendruck. Wenn ich das schon an mir vergleiche, ich bin ja schon irgendwo unter Druck, weil... alle sagen, Großstadtmärchen war so gut und wir sind jetzt so gespannt, was du als nächstes machst. Und da will man natürlich auch nicht nur für sich selbst, auch für seine Fans irgendwie was möglichst Gutes wieder vorlegen, wieder ein gutes Album machen. Und da setzt man sich schon ganz schön unter Druck, aber das ist bei Daft Punk natürlich noch viel krasser. Aber
Nichtsdestotrotz finde ich, das ganze Album ist wieder gut gelungen. Mhm. Wo wir jetzt bei Def Punk sind, dann ist der Sprung zu 80s, zu Jojo Moroder ja auch nicht weit. Und das wäre doch für so ein Feature auf dem Album, wäre das doch schon interessant. Kann man dir da so ein bisschen was rauslocken? Ja, das wäre schön. Ich habe ganz tolle Sänger diesmal. Ich darf hier leider keine Namen sagen. Das darf ich leider nicht machen. So gerne ich es machen würde, es liegt mir schon auf den Lippen, weil ich es natürlich selber preisgeben würde, weil da ein, zwei dabei sind, da bin ich wirklich stolz, dass sie es aufs Album geschafft haben. Darf ich aber nicht sagen, aber es wird wieder mehrere Newcomer sein, von denen man noch nicht so viel gehört hat. Es werden aber auch zwei, vielleicht sogar drei sehr prominente sein, die diesmal mitmachen. Und es wird auch zwei Hip-Hop-Stücke geben, wo zwei Rapper rappen. Und, aber ich darf leider noch keine Namen sagen. Bleibt uns so zu warten. Ja. Anfang dieses Jahres habe ich gelesen. Genau. Ja. Mhm. März 2014. Okay. Was auch noch ein typisches stilistisches Element in deiner Produktion ist, wie ich zumindest finde, das ist starke IBM-Einflüsse, Electronic Body Music. Das hast du diese 80er typischen kurzgespielten Mellow-Basslines, Claps mit viel Hall oder auch Snares, Arpeggio-Folgen oder so catchige Chords, die greifst du immer wieder gerne auf. Und auch bei dem 100er Release-Jubiläum von Steel for Talents hat sich das so durch einige Tracks, also hat man immer mal wieder diesen 80s-Charme gehört, diese verspielte Leichtigkeit irgendwo. Würdest du dich schon als Kind der 80er irgendwo bezeichnen? Total. Ich bin halt 74 geboren. Das heißt, genau, meine erste musikalische Entwicklung habe ich genau da, hat da stattgefunden. Genau, 1980 war ich 6 und 1990 war ich 16. Ja, das ist halt eine ziemlich wichtige Zeit. Ja, ich fand da alles geil. Pet Shop Boys, Depeche Mode. Das waren alles meine Heroes. Als ich Klavierunterricht hatte, bin ich in Braunschweig, in meiner Heimatstadt, zum Musikladen gegangen und habe mir von Pet Shop Boys das Notenbuch gekauft und habe zu Hause stundenlang Always on My Mind und die Lieder von Pet Shop Boys nachgespielt. Und ja, ich bin Kind der 80er. Und das steckt halt, weil das so auch so früh in meiner Musikerziehung war, steckt das halt tief drin. Und das hört man dementsprechend dann auch immer wieder raus. Genau, wie du sagst, Moog, Synthesizer, Arpeggios, große Hall auf Snares und so. Ja, das spiegelt sich da wieder. Gut gemerkt. Ja, danke.